So, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und vielen Dank an Max, an Florian und an Christian, weil die drei waren die, die mir heute schon am ersten Tag, wo der Blog ausgestrahlt wurde, Zusendungen gemacht haben und sind alle drei interessante und witzige Angaben. Alles drei neue Denkansätze, echt geil. Und es geht um Christophs Sonnenkollektortechnik, wo er einfach sagt, dieser 5 Quadratmeter großen Sonnenkollektortechnik hat an seinem Teich im Prinzip überhaupt gar keinen Effekt. Die erste Zuschrift, die kam, war von Max. Und Max schreibt, und der muss sich richtig gut auskennen, hallo Herr Kammerer, das Problem mit der geringen Heizleistung ist ganz einfach. Die Erhöhung der Temperatur errechnet sich mit Heizleistung mal Sonnenstunden pro Tag, geteilt durch Teichvolumen mal 1,16 Wattstunden gleich Temperaturerhöhung während des Tages. Die 1,16 sind ein fixer Wert. Diese werden benötigt, um 1 Liter Wasser um 1 Grad Celsius zu erhöhen. Zusätzlich gibt der Teich auch noch Wärme an die Umgebung ab. Das minimiert die effektive Temperaturerhöhung weiter. Mit freundlichen Grüßen, Max. Also das ist einfach mal die Formel. Heizleistung mal Sonnenstunden pro Tag geteilt durch Teichvolumen mal 1,16 Watt. Der Florian schreibt, hallo liebes Konishi-Team, in Block 3898, in dem es um die Solaranlage geht, liegt meiner Meinung nach der Wärmetauscher viel zu hoch. Ich würde das Ganze auf den Grund legen und eventuell auch auf einen Wärmetauscher wechseln, der ähnlich wie eine Fußbodenheizung verlegt ist. Da das warme Wasser nach oben strömt, kann man so, wie es gebaut ist, keine sonderlich großartigen Erfolge erzielen. Und das habe ich im ersten Moment gedacht, hä? Im zweiten Moment hat der Kollege natürlich recht. Wenn wir uns überlegen, dass mit zunehmender Wärme das Wasser leichter, also mit zunehmender Temperaturerhöhung, das Wasser an Dichte verliert, ja, also nach oben kommt, wenn ich also mein warmes Wasser gleich oben eintrage, ja, aufgepasst, dann kann es aber auch gleich wieder hier oben an die Umwelt entweichen. Gar nicht so blöd. Wenn ich also das Wasser weiter unten eintrage, und es war ja tatsächlich so bei Christoph, der lag ja wirklich nur so ganz oben drin, wenn ich den gleichen Wärmetauscher unten reinmachen würde und die Wärme unten eingetragen wird, dann geht es erstmal in Mischung, erwärmt sehr viel mehr anderes Wasser, also durch Diffusion, da wird das Teichwasser komplett erwärmt und dann habe ich natürlich nicht so hohe Wärmeverluste. Verstehen Sie, was ich meine? Und darum ist eigentlich auch ganz gut, so wie es Genesis immer macht, dass sie die Wärmetauscher, die Spiralen, unten in die Biofilter einlegt und das ist ideal. Und dann strömt das Wasser auch erstmal zum Teich wieder zurück und kann richtig schön in Mischung gehen. Also das ist auch eine interessante Geschichte. Und das dritte von Christian ist, moin moin, in einer Solaranlage für Heizung, Warmwasser wird die Wärmeenergie in Kollektoren konzentriert, in einem Speicher gepuffert und zeitversetzt abgerufen. Der Vorteil von Röhrenkollektoren sind, dass diese durch Vakuum die Temperatur noch höher konzentrieren als Flachkollektoren. Eine hohe Temperatur bedeutet jedoch nicht automatisch, dass viel Wärmeenergie vorhanden ist, sonst könnte man mit einer Kerze ein Haus heizen. Den Satz muss ich nochmal lesen. Eine hohe Temperatur bedeutet jedoch nicht automatisch, dass viel Wärmeenergie vorhanden ist, sonst könnte man damit mit einer Kerze ein Haus heizen. Das ist logisch, die Wärmeenergie ist ja natürlich was ganz anderes. Der Denkfehler liegt darin, dass das Modul nur so viel Wärmeenergie liefern kann, wie es an Fläche bietet. Bei 20.000 Liter verpufft das bisschen Energieeintrag und hat praktisch keinen Effekt. Eine übliche Dimensionierung im Heizungsbau wären beispielsweise 4 solcher Module auf 800 Liter. Also man sieht, da hat auch einer richtig Ahnung. Mit anderen Worten, die Anlage ist schlicht und ergreifend viel zu klein. Und dann gucken wir uns das noch an, was was Florian geschrieben hat. Wir produzieren schon mal sehr wenig Wärme, wir puffern die nicht, machen nicht, sondern wir tragen die gleich oben ein, dass das bisschen Wärme, was dann reinkommt, vielleicht auch gleich zum Teil wieder an die Oberfläche verpufft. Aber Christian hat es uns erklärt, dass die einfach viel zu klein ist und dann wissen wir das, also liegt kein Denkfehler meinerseits vor, sondern sind die Sonnenkollektoren in dieser Größe auf diese Teich, von dieser Fläche auf diese Teichgröße schlicht und ergreifend nicht geeignet. Euch drei, vielen Dank und ich lerne gerne dazu. Vielleicht hat noch jemand einen Beitrag und wenn der kommen sollte, dann
bringe ich den gerne auch vor, trage ich den gerne vor. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.